Technik-Feeds auch im Technik-Kanal. Heute sind wir beim 7. Teil der Scratch-Videoreihe, nämlich heute machen wir weiter mit den Sachen, die wir letztes Mal gehört haben. Genau, also letztes Mal haben wir es ja bis dahin geschafft, das. Genau, also hier, Quiz, Start und dann hier die Fragen. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal, also dass jede Figur mal kurz erstmal bei Rot verschwindet. Also können wir einmal das machen. Nämlich 5 Wochen ein Falzblock. Und den hier. Und dann noch den vom Aussehen. Nicht den Klang. Und verstecke dies. Genau. Am besten immer das Skript zu beenden, weil das Skript hier sowieso nicht läuft. So. Machen wir jetzt auch noch mal hier. Ja. Ja, und verstecke dich. Dann machen wir jetzt noch mal mit einem anderen, mit einer anderen Funktion. Gleich mit Chris und genau, und ab hier jetzt wird das wieder, nämlich ab hier soll er sich zeigen. Genau, hier soll er sich einfach nur zeigen. Wieder zeigen. Machen wir mal hier bei Technik. Das ist die richtige Figur. Mit Ereignisse. Wenn diese Figur angeklickt wird, aussehen, wechselt zu Bündel. Dann Antwort richtig. Wir haben hier mehrere Bühnenbilder. Oh, genau, also wir haben hier schon einige. Einige. Genau. Na und hier soll die Figur jetzt wieder verschwinden. Dann machen wir hier auch nochmal. Den duplizieren wir. Dann bleiben wir dem hier jetzt auch nochmal. Nämlich Ereignisse. Genau. Beziehungsweise. Da kann man eigentlich jetzt auch schon wieder den hier wieder kopieren, weil das mit dem Kopieren ist eigentlich eine ganz nette Sache. Nämlich. Machen lieber nochmal genau. Lieber kann man es nochmal neu machen, aber auch kann sich da was ändern. Genau, jetzt aussehen. Deine Antwort war richtig. Mach mal so. Nee, Glückwunsch, deine Antwort war richtig. No. Ja, genau, schreibe ich auch. Was? Genau, hier ist ein bisschen Dreck. Das ist aber richtig eingetragen. Genau. Ja, also, und ich würde jetzt mal sagen, erst testen wir das mit dem Skript mal. Quiz, Start. Jetzt wollen die Figuren. Ja, das ist so ein Bug irgendwie. So ein ganz fieser Bug aber. Nämlich, weil die Skripte laufen manchmal nicht so gut. Deswegen kommt da jetzt eine ganz einfache Methode und ich würde sagen, die wählt ihr, nachdem ich das dann gemacht habe. Genau, also, jetzt ist es so, dass man hier das Quiz hat, Start. Ja, also, genau, da muss man immer gucken, dass man das halt so macht, da
Habe ich das jetzt vergessen, aber egal. Reicht das mal schnell. Dann muss er immer bei sowas mal den wieder Kohle fortlaufend. Sonst wird das Skript immer auf nicht weitergeführt. Das ist aber ein reiner Bug in Scratch. Na und jetzt machen will ich machen, wenn bei der Sportfigur, dann machen wir dann immer ein neues Bühnenbild. Nämlich, da beenden wir das Skript mal kurz. Genau, das haben wir noch nicht benannt. Von Antwort. Genau, hier. Genau, und jetzt machen wir erstmal was bei jeder Figur nochmal. Ja, soll sich verstecken. Wir machen das hier nochmal. Duplizieren. Und jetzt kann man das hier nochmal testen. Das Skript. So. Sport. Ja genau, da muss man jetzt mal kurz was sagen, nämlich, wenn die Figur angeklickt wird, aussehen, wechsle zu Blumenbild, wenn Antwort falsch. Ja, schreiben kann ich auch. Sport. Sorry, deine Antwort war falsch. Dann nochmal kurz was duplizieren. Das soll ich nicht zeigen. Warten wir eine Sekunde warten. Sorry, deine Antwort war falsch. Und er hat Pech. Ich würde mal sagen, er hat uns was Pech gehabt. Das ist. Dann sage Pech gehabt. So. Pech. Pech gehabt. Das gibt auch immer noch mal testen. Start. Sport. Dann dauert es kurz und man sollte auch gleich sagen, Pech gehabt. Ja, genau. Die Skript hat schon wieder nicht gestartet, weil das ist. Und manchmal geht es und manchmal nicht. Also das ist immer ganz fies. Das sieht man hier ja gerade. Naja, es ist. Aber halt, man darf nicht bedenken, es ist immer noch ein Open Source Programm. Also wirklich Scratch ist alles immer Open Source und so. Naja, es ist halt ein Open Source Programm. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like, Abo und ein Kommentar. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, ciao.